proyecto basado en la improvisación en formato dúo, donde experimentamos con diferentes sonidos de la electrónica y la percusión en vivo, con muchas influencias de la música contemporánea, por supuesto, y por qué no decirlo, del jazz. Syntakt ist für mich der Versuch, mit elektronischen Mitteln instrumental zu improvisieren. Im ständigen Dialog mit Jaime und in Reaktionen und Aktionen eingehend auf das, was er tut. Ich habe mir elektronische Instrumente gebaut, die nicht versuchen, jetzt ein akustisches Instrument nachzubauen, sondern die tatsächlich rein elektronisch funktionieren und die auch Klänge und Texturen erzeugen, die so mit akustischen Instrumenten nicht möglich sind. Lo interesante de este proyecto para mí es que, como cada set y cada proyecto es diferente, la música en un sentido se transforma. Se transforma, como en alemán se dice lebendig, o sea, está vivo. Eso me interesa mucho de este proyecto, esa era mi idea en un principio. Mein Ziel mit Syntakt ist es tatsächlich, meine eigenen Fähigkeiten in der Musik auszubauen und die Musik, die wir machen, auch jedes Mal wieder neu zu gestalten. Auch wenn wir vielleicht bei den Auftritten ähnliche Konzepte immer wieder verfolgen, klingt es doch am Ende anders. Es ist jedes Mal ein total anderes Set, weil die Klänge anders sind, weil wir anders spielen. Und für mich ist es tatsächlich einfach immer eine Transformation von Neuem. Und ich entdecke immer wieder neue Arten und Weisen, wie ich mit Klang umgehen kann und wie ich Dinge verändern kann. Das heißt, keiner unserer Auftritte ist gleich. Lo interesante de este proyecto para mí es que, como cada set y cada proyecto es diferente, la música en un sentido se transforma. Se transforma, como en alemán se dice lebendig, o sea, está vivo. Eso me interesa mucho de este proyecto, esa era mi idea en un principio. Con contacto con mi amigo Nicolás, siempre experimentar con nuevos sonidos, con nuevas texturas y a ver lo que pasa. Siempre fue un experimento. Lo interesante de este nombre es que son dos palabras compuestas en español y alemán, sin, que significa en alemán ohne, y takt, que es como compás. Entonces, la traducción es sin compás. Im Live-Kontext ist bei neuer Musik ist ja häufig der Fall, dass die Elektronik einfach nur begleitende Funktion hat. Das ist hier anders, hier ist die Elektronik ein vollwertiges Instrument. Allerdings eher ausgerichtet an der Pariser Schule mit Samples, anstatt an Köln mit Sinus und Rauschen und Pulsen. Cada set, cada proyecto que ensayamos, el set de percusión muta. Entonces, cada vez tengo una paleta de instrumentos distintos. En esta ocasión, para este proyecto, tengo una combinación de, como ven aquí, vibrafón, gongs, que los elegí según las escalas que toco en las improvisaciones, parches también ordenados en drum set, en la batería, muchos platos también, un tam-tam de 85 que se ve atrás. Sí.
Also hier sehen wir mein Setup, das ich bei Syntakt habe. Das hier ist mehr oder weniger der Standard. Ich habe hier ein Ableton Live Set, das ich mir gebaut habe, in dem ich verschiedene Instrumente habe. Die bediene ich mit diesem Controller. Der da hier dient eigentlich tatsächlich nur noch zur Einstellung von Lautstärken. Irgendwelche Clips oder Einzelaktionen mache ich hier kaum. Und hier gehen zwei Mikrofone von Reimes Schlagwerk hinein, die ich dann entsprechend bearbeite. Dieses Mal haben wir ausnahmsweise, weil wir undogmatisch sind, auch tatsächlich ein Instrument dabei, diesen alten Synthesizer hier, den ich auch wirklich in der Improvisation, wenn Reimer an seine Fälle geht, instrumental spiele.